Es gibt immer noch neue dramatische Entwicklungen beim Todesschuss am Set des Westerns Rust durch den Hauptdarsteller Alec Baldwin, bei dem die Chefkamerafrau Halina Hutchins ums Leben gekommen ist. Jetzt meldeten sich die Anwälte der Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, zu Wort. Sie sagen, die 24-Jährige sei ebenfalls nicht verantwortlich für die Tragödie. Sie behaupten, dass die junge Frau die Waffe zwar geladen hätte, und zwar, aber sie nahm fest an, dass es sich um Platzpatronen gehandelt hat, denn sie hätte alle Patronen aus einer Packung mit der Aufschrift Platzpatronen genommen. Wie es dazu kommen konnte, dass sich eine scharfe Kugel in der Trommel befunden hat, dazu liefern die Anwälte eine recht provokante Theorie. Sie meinen, dass möglicherweise jemand die scharfe Munition in die Packung hineingegeben haben könnte als Sabotage, möglicherweise als Rache. Sie führten an, dass es sehr viele unzufriedene Mitarbeiter gegeben hat bei dieser Filmproduktion. Tatsächlich natürlich sind fast 10 Leute abgehauen praktisch vom Set aus Protest gegen die Bedingungen dort. Es ist natürlich eine schwere Anschuldigung, diese Menschen jetzt zu verdächtigen, aber das scheint offensichtlich jetzt die Strategie der Anwälte der schwer in Bedrängnis geratenen Waffenmeisterin zu sein. Alec Baldwin unterdessen hält sich weiterhin in Vermont auf und es wird hier nicht langweilig mit ihm. Am gestrigen Tag war seine Katze plötzlich vermisst. Alec Baldwin hat sie selbst gesucht im Wald. Dann kam die erlösende Nachricht von seiner Frau Hilaria Baldwin, dass das Haustier gefunden worden wäre. Natürlich für die anwesenden Fotografen und Paparazzi war es ein weiteres gefundenes Fressen.